als Magier, also Zauberkundiger. Da ich in diesem Fall aber ein bisschen experimentierfreudig bin, auch für euch, wird sie dieses Mal Klerikerin. Mal gucken, was kann der Priester des Helms Tolles? Wahrer Blick einmal täglich? Ziersuchendes Schwert einmal täglich? Das ist gar nicht mal so schlecht. Also ein Schwert, sie kann ihre Waffe in ein Schwert verwandeln, in eine +4er-Waffe. 2W4 Schadenspunkte, je Treffer, kann 3 Angriffe pro Runde ausführen, was verdammt viel ist. Und Wirkungsdauer beträgt eine Runde pro Stufe des Priesters, was ja am Anfang nicht viel ist, aber später ziemlich viel sein könnte. Und zusätzlich wahrer Blick, Untote festhalten und Lathandos Geschenk. Der Priester erhält +1 auf alle Trefferwürfe und Schaden, +1 auf alle Rettungswürfe. Kann einen zusätzlichen Angriff die Stufe ausführen. 6 Sekunden pro Stufe. Außerdem ist der Priester während der Wirkungsdauer vor dem Entzug von Lebensenergie geschützt. Das ist eigentlich auch gar nicht mehr so schlecht. Ein Tierpriester. Also ja, Untote festhalten jetzt nicht unbedingt. Was macht Talos? Einmal täglich Blitzstrahl und einmal täglich Sturmschild. Hat 6 Sekunden Wirkungsdauer. Er schützt den Priester vor Blitzen, Feuer, Kälte und normalen Geschossen. Na, ist nicht so gut. Tierpriester. Kann einmal täglich einen... Kann je 5 Stufen einmal täglich Zuspruch aussprechen. Beginn mit einem Mal auf der ersten Stufe. Durch diesen Zauber kann ein Priester jedem anderen Wesen außer sich selbst beistehen und es beschützen. Durch eine Berührung beseitigt der Anwender die Wirkung von Furcht, Schlaf, Schwachsinn, Bewusstlosigkeit, alles möglichen anderen Mist. Außerdem ist der Empfänger für eine Phase geschützt vor Zaubern und anderen Angriffen, die diese Wirkung hervorrufen. Und einmal täglich göttliche Gunst. Der Zauberspruch gewährt dem Aussprechenden einen Boost von +1 auf Treffer und Schadenswürfe für jeweils 3 Stufen des Anwenders. Die Wirkung hält 2 Runden, ist nicht viel. Okay. Tempus, was kannst du? Kann heilige Macht für jeweils 5 Stufen des Anwenders einmal täglich aussprechen. Kann Schlachtenchaos jeweils 10 Stufen des Anwenders einmal täglich aussprechen. Schlachtenchaos bringt alle Verbündeten Boni und alle Feindabzüge innerhalb eines Radius von 20 Metern um den Anwender. Bringt allen Verbündeten Boni und allen Feinden Abzüge. Also es bufft die beide Gruppe und es debufft die Gegner. Der Zauber wirkt eine Phase lang die Stufe des Anwenders und wird zufällig die Rüstungsklasse beeinflussen. Nee. Am ehesten ist mir da noch der Helmpriester. Am liebsten nehmen wir ihn. Gesinnung, rechtschaffen, neutral, wie es ein Helmpriester sein sollte. So, dann gucken wir auch mal wieder, dass wir über die 81, also, oder wenigstens die 80 erreichen. Komm, würfeln wir nochmal ein bisschen mehr raus. Mal gucken, kriegen wir... Okay, die 82, die, mit der bin ich zufrieden. Ja, machen wir es so rum. Wobei, so hart zuschlagen muss sie dann auch nicht... Weisheit ist halt das Wichtigste, weil Priesterin. So, Fähigkeit. Haben wir nicht viel? Waffe und Schild kriegt sie. Ja, Hämmer.
Keule, Flegel, Morgenstern. Streitkolben. Ach, am liebsten wäre mir... Nehmen wir wirklich mal Flegel Morgenstern. So, Zauber, die wir am Anfang können, ist auf jeden Fall leichte Wunden heilen. Was ich gut finde zur Originalversion, hier kann man wirklich sagen, ich möchte dreimal leichte Wunden heilen. In der Originalversion konnte man nur sagen, ich möchte eins oder ich möchte keins. Also leichte Wunden heilen. Segen ist nicht verkehrt. Ja, und nochmal leichte Wunden heilen. Furchtbaren brauchen wir am Anfang nicht. So wirklich. So. Ihre Haare hätte ich gern blond. Haut ist okay. Ja, das Blau. Und ja. Das sieht gut aus. So. Es wäre besser, den Zorn einer Frau zu fürchten. Euer Ende. Ich werde mein Bestes tun, uns aus Gefahren, wenn ich noch einen Schritt machen muss. Die Stimme finde ich okay. Und das ist jetzt Elana, die normalerweise meine Magierin ist. Aber in diesem Fall ist sie unsere Klerikerin. So, und unser letzter Kandidat ist männlich. Und ein alter Sack. Ah, ja. Wenn ich jetzt nochmal einen Menschen mache, dann sind wir ein bisschen zu viele Menschen, finde ich. Aber Tarion zum Elf machen? Na, bleiben wir beim Mensch. Dann haben wir halt einen Menschen mehr. Und ich mache ihn nicht zum Zauberkundigen, sondern zum Hexenmeister. Der hat nur geringe Hauptunterschiede. Ja, er kann keine Zauber von Schriftrollen lernen, was schon mal so eine Sache ist. Was praktisch ist, aber auch unpraktisch ist, weil der Zauberkundige lernt Zauber von Schriftrollen. Wie er es auch in Baldur's Gate gemacht haben. Der Hexenmeister hingegen kriegt bei Stufenaufstieg neue Zauber hinzu, die eine bestimmte Anzahl wirken kann. Deswegen wird das mit dem Hexenmeister eine Umgewöhnung für mich, aber auch eine interessante. Wir können halt die Schriftrollen, die wir brauchen, benutzen. Da sind sie halt weg. Die, die wir nicht brauchen, verkaufen wir, wie wir es sowieso tun. Ja, also Hexenmeister Drachenhüter, okay. Minus 1 auf die Rüstungsklasse ist gar nicht mal so schlecht. Auf Stufe 3 Odem-Waffe. Speider in Flammengicht, okay. Mit Schadenspunkten. Feuerwiderstand, Rüstungsklasse und Konstitution. Schaden der Odem-Waffe. Feuerwiderstand steigt, Schaden steigt, Rüstungsklasse sinkt. Das ist eher Nahkämpfer. Nee, bleiben wir beim normalen Hexenmeister, bitte. Gesinnung ist neutral. So, Attribute. Gucken wir mal, ob wir... Da waren die 86. Ich will nochmal eine 86.
nicht, dass ich sie bräuchte. Ich klick zu schnell. Ich klick einfach zu schnell teilweise. Okay, eine 85 geht auch. Nein, Intelligenz braucht er. So. Damit bin ich ganz zufrieden. So, Fähigkeiten. Schleuder natürlich. Also, er hält sich aus dem Nahkampf bitte raus. So, wir lernen erstmal identifizieren und magische Geschosse. Weil magische Geschosse ist so das Wichtigste, was jeder Magier, egal ob Hexenmeister oder Zauberkundiger, können sollte. So. Haare hätte ich gerne. Dunkle, graue Haare. Ne, machen wir ihn wie auf dem Bild blau mit goldenen Verzierungen. So ungefähr so. Auf in den Schmerz! Haha! Sieh dich vor! Natürlich! Eine Schande, dass ich werde uns treu lenken. Ich möchte mich ja nicht einmischen. Na, dann komm mal her! Eine Schande, ich werde uns. Ja, das klingt nach Tharion. Okay, Tharion, unser Magier. So. Damit ist unsere Gruppe ja fertig. Ja, die Anfangsgruppe ist eine ausgeglichene Gruppe, die es mit der Zeit mit allem aufnehmen kann, das heißt mit dem gegen sie aufzubieten hat. Ihr könnt natürlich genauso gut einen Charakter entfernen und einen eigenen erschaffen. Ja, das habe ich gemacht, nämlich eine komplette Gruppe. Gut, dann starten wir mal rein. Unsere Geschichte beginnt hier, in dem verschlafenen Fischerdorf Osthafen. Der winzige Ort gehört zu den sogenannten 10 Städten, aber man kann ihn kaum als Stadt bezeichnen. Das Ganze ist eher eine Ansammlung windschiefer Hütten, die dicht zusammengedrängt an den eisigen Ufern des Dinnesheersees stehen. Hier sitzt in einer schwach beleuchteten Taverne eine Gruppe von Reisenden, eng beieinander um einen Tisch. Sie erzählen sich gegenseitig Geschichten, schmieden große Pläne für die Zukunft und haben nicht die geringste Ahnung von der Rolle, die sie in den auf sie zukommenden Ereignissen spielen werden. Ja, für die, die lesen wollen, lasse ich es noch ein bisschen laufen. So, das sollte reichen. Was sehe ich da? Ein neues Gesicht in der Stadt, was? Schön, euch kennenzulernen, Fremder. Mein Name ist Rutger. Ursprünglich komme ich aus Fernberg, aber nach Jahren des Herumreisens in ganz Ferun und darunter bin ich jetzt in dieser Stadt heimisch. Und wer seid ihr? Ja. Da kommt einfach einer so an und begrüßt uns, stellt sich vor, erzählt uns seine Lebensgeschichte. Und da wir ja ein netter Paladin sind, sagen wir, seid gegrüßt, Rodgar. Mein Name ist Brenoir. Willkommen in Osthafen. Was auch immer euch hier in die Gegend führt, ich möchte euch einen wohlgemeinten Rat geben. Solange ihr in meiner Stadt seid, solltet ihr euer bestes Benehmen an den Tag legen. Er ist also wahrscheinlich die Stadtwache hier drin. Die Leute hier stehen unter meinem Schutz. Und jeder, der ihnen Schaden zufügen will, bekommt es mit mir zu tun. Also ja, er ist einfach gekommen, um zu sagen, dass wir anständig sein sollen. Nachdem das besprochen ist, überlasse ich euch wieder euren Bechern. Ihr hattet sicher eine lange Reise und ihr werdet feststellen, es gibt kein besseres Mittel, die Kälte von draußen abzuschütteln, als ein paar Becher von Grisellas Bestem zu trinken. Mhm. Falls ihr eine Unterkunft braucht, empfehle ich euch bei Quimby im Gasthof zur Schneewehe drüben auf der Ostseite der Stadt nachzufragen.
Ausrüstung und Vorräte könnt ihr nebenan in Pommaps Warenhaus erwerben. Pommaps Preise sind etwas hoch, selbst für jemanden aus Kalimshan. Ihr werdet aber besser dran sein, wenn ihr gut ausgerüstet und knapp bei Kasse seid, als umgekehrt. Schlecht ausgerüstete Reisende kommen nicht weit in dieser Gegend. Ja, wir tragen gar nichts. Wenn ihr euch ausgeruht und ein wenig zurechtgefunden habt, kommt bei mir vorbei. Mein Haus liegt nicht weit von hier in westlicher Richtung. Ich habe euch einen Vorschlag zu machen. Lebt wohl. Gut, und damit geht er.